Kaffee. Kaffee. Katze. Ja? Omer hat früher selber unterrichtet im Sudan. Dort warf ihm die Polizei vor, sich für die Rebellen in der Konfliktregion Darfur einzusetzen. Der Lehrer wurde zweimal verhaftet. Erste Versuche mit Deutsch unternimmt er hier mit einer Spezialistin. Angelika Pointner ist Lesetherapeutin und hat sich freiwillig gemeldet. Es ist ein Eintauchen in eine ganz andere Welt und Kultur. Und ich merke, dass Deutsch einfach auch eine schwere Sprache ist. Umgekehrt, wenn ich mich jetzt vorher mit Arabischen ein bisschen beschäftigt habe, wäre es für mich genauso schwierig, Arabisch zu lernen. In diesem inzwischen aufgelösten Asylwerberquartier im Studentenheim bei der Fachhochschule in Kuchl sind die Flüchtlinge vom Roten Kreuz und von Freiwilligen erstmals richtig versorgt worden. Mädels, da, Küche! Nach abenteuerlichen Wochen. Das größte Risiko seines Lebens sei sie gewesen. Die Überfahrt im Schlauchboot von der Türkei nach Griechenland, berichtet Hela aus dem Irak. Die türkische Polizei wollte das Boot zerstechen, doch die Griechen haben uns gerettet. Im Irak ist kaum eine sichere Existenz aufzubauen. Ein Flüchtling zeigt uns seine Schusswunden. Bier zu verkaufen kann genügen, um zur Zielscheibe von schiitischen Milizen zu werden. Auch Polizisten wie Murtada sind sich ihres Lebens nicht sicher. Jedes Mal, wenn ich in den Dienst fuhr, konnte ich getötet werden. Völlig grundlos. Für Murtada ist Österreich das neue, gelobte Land. Ich will diesem Land dienen. Ich würde mein Augenlicht für dieses Land geben. Ich bin davon überzeugt, dass sich sehr vieles zu Positiven gewandt hat, weil einfach diese Berührungsängste plötzlich viel geringer werden, weil die Menschen einfach im Ort sind und man plötzlich Kontakt zu Menschen aus anderen Regionen der Welt hat. Klar ist allerdings auch, dass diese Männer künftig ihre eigenen Kinder ins Land holen wollen.